Inzwischen aber sehen wir hier, dass also die Aktuelle Stunde ihre Schatten voraus wirft. Horst Seehofer, Bundesinnenminister, um den es gehen wird, seine Parteifreundin Dorothea Beer. Die FDP hat diese Aktuelle Stunde beantragt. Und das Interessante daran ist, dass über ein Thema geredet wird, das kaum einer kennt. Es geht um den Masterplan Migration aus dem Hause von Horst Seehofer. Dieser Masterplan ist aber nicht publiziert worden. Einige wenige kennen sie in der CSU, auch die Bundeskanzlerin kennt sie. Aber die wenigsten der Abgeordneten, die jetzt gleich darüber sprechen werden, sie wissen, dass dieser Masterplan Migration gestern vor allem Wellen geschlagen hat, insofern als es zum Krach innerhalb der Unionsfraktion über einen Punkt dabei gekommen ist, nämlich den Punkt, darf man Flüchtende an der Grenze direkt abweisen, wenn sie schon in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt haben, oder darf man das nicht? Das erste war die Seehofer-Position, das zweite die Merkel-Position. Einer von 64 Punkten dieses Masterplans ist also strittig. Was die anderen 63 Punkte sind, weiß, wie gesagt, keiner so genau. Vielleicht sind wir in einer Stunde schlauer, wenn diese Aktuelle Stunde hier gleich zu Ende sein wird. Sie waren auf der Seite der Mehrheit des Hauses. Dann ist das Da die FDP diese Aktuelle Stunde beantragt hat, hat sie auch das Recht, als Erste zu reden. Horst Seehofer, der sich hier vielleicht gerade auf dem Smartphone noch mal den Masterplan in Erinnerung ruft. Es ist also jetzt der erste Redner von der FDP-Fraktion, gleich Marco Buschmann, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen. Und dann, wie es üblich ist, hat also jeder immer nur 5 Minuten Rederecht. Es gibt nicht die Möglichkeit, Zwischenfragen zu stellen. Es gibt keine Abstimmung am Ende der Aktuellen Stunde. Wenn Sie sich fragen, was hier abgestimmt wird, die Federführung ist strittig, wo also diese verschiedenen Anträge hier weiter beraten werden, in welchen Ausschuss. Das sind letztlich technische Fragen. Kommt es in diesen Ausschuss, kommt es in jenen Ausschuss, Verkehrsausschuss, Umweltausschuss? Wo ist ein solches Thema CO2-Reduktion bei PKWs richtig? Wahrscheinlich in beiden Ausschüssen. Aber dann ist die Frage, wer hat die Federführung, wer liegt vorne, wer macht die Vorgaben? Diese Dinge müssen in einem Plenum eben halt abgestimmt werden. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der hier die Sitzung leitet, gehört auch in den Verein der Schnellsprecher. Sprecher zu dem, da hat sich ja Wolfgang Schäuble gestern geäußert, auch Schäuble gehört. Es geht schnell bei ihm jetzt, also die Aktuelle Stunde, der Masterplan Migration. Marco Buschmann für die FDP-Fraktion hat das Wort. Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Dr. Marco Buschmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Verlauf dieser Sitzungswoche hat gezeigt, wie akut diese Aktuelle Stunde in Wahrheit ist. Wir haben sie am Montag beantragt, und da war das Bild dieser Bundesregierung schon chaotisch. Und eigentlich für die Lage heute, einige Tage später, fehlen einem im Deutschen die richtigen Worte, denn das Wort Chaos kennt im Deutschen keine Steigerungsform. Es ist doch so, seit dem Herbst 2015 bestimmt das Thema Flucht, Migration und Asyl die deutsche Politik. Es zieht alle Aufmerksamkeit, alle Kraftanstrengungen dieser großen Koalition auf sich. Und dann hat doch die Bevölkerung einen Anspruch auf eines, dass sie endlich einmal hört, was ist der Plan, um das Thema endlich in den Griff zu bekommen. Und stattdessen hören wir seit 2015, 2016, 2017 und 2018 immer weitere Formelkompromisse statt eines klaren Konzepts. Und dann plötzlich kommt die große Ankündigung. Da wird der Eindruck erweckt, jetzt kommt der große Wurf. Endlich hat man einen Plan gefunden. Es ist sogar ein Masterplan. Und dann bekommen wir ganz beiläufig in einem Fernsehinterview mit, dass dieser Masterplan offenkundig
noch nicht mal mit der Regierungschefin abgestimmt ist. Dann lesen wir in den Zeitungen, 3 Tage nachdem dieser Plan eigentlich schon der Öffentlichkeit präsentiert worden sein sollte, dass dieser Plan dem Fraktionsvorsitzenden der Mehrheitspartei im Hause noch gänzlich unbekannt ist. Das ist das schwächste Regierungsmanagement, das dieses Haus je gesehen hat. Und man kann es den Bürgern nicht verübeln, dass sie sich an den Kopf fassen. Das sorgt für Frust und Enttäuschung in der Bevölkerung. Eine Regierung, die zu diesem Top-Thema nicht in der Lage ist, einen klaren Plan vorzulegen, darf sich nicht wundern, dass die Menschen immer verärgerter reagieren. Und die Antwort, die das Grundgesetz auf eine solche Lage gibt, ist doch eindeutig. Da kann sich auch die SPD nicht aus der Verantwortung stehlen, denn die Bundesregierung entscheidet als Kollegialorgan. Artikel 65 des Grundgesetzes ist klar. Über Meinungsverschiedenheiten wird im Kabinett entschieden, entweder durch Beschluss oder durch Richtlinienkompetenz. Und ich fordere die Regierung endlich auf, die Streitfragen zu lösen, entweder durch Beschluss oder durch Richtlinienkompetenz. Denn dieses Bild, das Sie abgeben, es wirft ja nicht nur ein schlechtes Licht auf Sie, das könnte uns herzlich egal sein. Es wirft ein schlechtes Licht auf die Fähigkeit demokratischer Institutionen mittlerweile insgesamt. Die Bevölkerung verliert doch die Geduld und zunehmend das Vertrauen, dass wir hier in der Lage sind, Lösungen für die Probleme der Zeit zu finden. Und gerade bei diesem Thema hat sich die Sprengkraft in Europa doch schon gezeigt. Ein ganzer Mitgliedstaat mit dem Vereinigten Königreich ist durch die falsche Behandlung dieses Themas aus der EU rausgesprengt worden. Und deshalb müssen Sie doch endlich sich des Themas vernünftig annehmen. Und deshalb ist es ohne weiteres, müsste es doch ohne weiteres klar sein, sich auf wenigstens eine Handvoll Punkte zu einigen. Wir sind ja hier konstruktiv unterwegs und machen Ihnen Vorschläge. Sorgen Sie endlich dafür, dass man Kriminelle und Gefährder schneller abschieben kann. Es ist doch unerträglich, dass der NRW-Integrationsminister Joachim Stamp den Leibwächter von Osama Bin Laden nicht abschieben kann, weil es an rechtlichen und tatsächlichen Problemen mangelt. Man braucht Rückführungsabkommen, man braucht Passersatzpapiere. Die Bundespolizei sollte den Ländern helfen. Das wäre jetzt das Gebot der Stunde. Denn natürlich wollen wir Menschen in Not helfen. Aber wir wollen nicht der Rückzugsort für die Gefährder der ganzen Welt werden. Sorgen Sie dafür, dass wir endlich eine Regelung für Altfälle bekommen. Wir haben heute die Situation, dass gut ausgebildete Migranten, dass wir Leute, die gesetzestreu sind und ihr Geld hier verdienen können, dass wir denen zum Teil keine vernünftigen Aufenthaltstitel beschaffen können. Und dann kommen wir sogar dazu, dass wir die teilweise abschieben müssen. Was für ein Irrsinn gegen unsere volkswirtschaftlichen Eigeninteressen. Sorgen Sie dafür, dass wir den Leuten schneller Aufenthaltstitel beschaffen können bei den Altfällen. Sorgen Sie dafür, dass die Löcher in der Balkanroute gestopft werden. Sorgen Sie dafür, dass wir endlich ein vernünftiges Dublin-Abkommen bekommen, wo nicht einige wenige die Gesamtlast schultern müssen. Und schließlich sorgen Sie dafür, dass wir schnell eine vernünftige, ertüchtigte und gut ausgestattete Grenzschutzagentur Frontex bekommen. Und bis zu diesem Zeitpunkt, denn das wird nicht über Nacht geschehen, wird es auch möglich sein müssen, stichprobenartig an Grenzen Kontrollen durchzuführen. Und dass diese Bundesregierung sich dazu nicht durchringen kann, zeigt, dass ihr Koalitionsvertrag nicht nur auf Sand gebaut ist, sondern dass er auf Treibsand steht. Herzlichen Dank. Marco Buschmann war das, der hier gesagt hat, seit 3 Jahren beschäftige das Thema Flüchtlinge und Integration, die deutsche Innenpolitik, und es geschehe viel zu wenig. Nach ihm jetzt Matthias Mittelberg, Sprecher für Innen und Heimat der CDU-CSU-Fraktion. Herr Buschmann, ich schätze Sie sonst wirklich sehr, Herr Kollege, aber was Sie hier jetzt vorgetragen haben, das war doch etwas billig und ein bisschen dünn. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Sie haben zu Recht gesagt, das Thema Flucht, Flüchtlinge ist ein Kernthema seit Jahren. Das ist auch für uns ein Kernthema, und deswegen ist es auch gut so, dass wir uns intensiv damit befassen, und wenn es auch Probleme und Streitfragen unter uns selbst gibt, dass wir das dann auch intensiv aufarbeiten. Das ist nur gut so. Und was den Plan angeht, den Sie vermissen, den haben wir in unserem Koalitionsvertrag. Und wenn es darüber hinaus weitere Maßnahmen gibt, die notwendig sind, dann müssen wir die während der Regierungszeit auch ein- oder nachsteuern. Insofern ist der Plan, den Horst Seehofer vorlegen wird, ein umfassender Plan. Und das finde ich
Das finde ich mal sehr lobenswert. Es ist nämlich dann wahrscheinlich der erste wirklich integrierte Plan, wie wir mit dem Thema Migration und Integration insgesamt umgehen. Der erfasst die ganze Palette vom Thema, wie bekämpfen wir Fluchtursachen, wie gehen wir mit Transitländern um, wie lösen wir die europäischen Fragen, wie machen wir es in Deutschland bis zum Thema Integration. Und Herr Buschmann, Sie haben das ja nett gesagt und sagen, hier würde nichts passieren. Wir arbeiten doch schon längst an den Themen. Wenn Sie heute früh hier geblieben wären, nach der Debatte über die Parteienfinanzierung, hätten Sie nämlich die abschließende Debatte über das Familiennachzugsgesetz mitbekommen. Das ist der erste Schritt, den wir hier ganz konkret unternehmen zum Thema Ordnung, Steuerung der Zuwanderung. Und der nächste ist schon im Verfahren, nämlich weitere sichere Herkunftsstaaten, die Maghreb-Staaten und dazu Georgien. Das ist bereits in der Ressortabstimmung, das hat Horst Seehofer schon längst eingeleitet. Und der nächste Schritt, da wird konkret eben gehandelt, und der nächste Schritt, der schon auf der Bahn ist, das sind die Ankerzentren. So, und da ist es nun so, diese Ankerzentren werden ja erkennbar dazu beitragen, dass die Asylverfahren optimiert und beschleunigt werden. Die, die einigermaßen billig und gerecht denken in diesem Land, die haben das jedenfalls erkannt und die haben sich auch bereit erklärt, dass sie an diesem Pilotvorhaben teilnehmen. Es gibt aber ein paar, die das irgendwie noch nicht so richtig begriffen haben. Und dazu gehört Ihr Integrationsminister, Herr Stamp in NRW, der alles unternimmt, um in diesem Thema dagegen zu laufen. So, und wenn wir das jetzt, und da bin ich jetzt gerade bei Herrn Stamm, den Sie ja eben so lobend erwähnt haben. Wir haben ja in der letzten Woche die Regierungsbefragung mit unserer Bundeskanzlerin gehabt. Da hat sie darüber informiert, wie die Situation in Afghanistan aussieht, nach der neueren Einschätzung des Außenamtes. Dass das jetzt Abschiebungen nach Afghanistan ermöglicht. Das Erste, was ich von Ihrem Integrationsminister in NRW gehört habe dazu, waren wieder Bedenken, aus welchen Gründen das dann nun nicht möglich sei. Ja, es waren Einschränkungen. Sie haben eben von uns Handlungen erfordert, Handeln im konkreten Fall. Das ist genau das, was Sie Ihren FDP-Ministern mit auf den Weg geben müssen. Sie müssen sich als Erstes an die eigene Nase fassen. Hier geht es um konkrete Fakten, und da liefern wir Familiennachzug, habe ich erwähnt, sichere Herkunftsstaaten habe ich Ihnen genannt, Ankerzentrum habe ich genannt. Das verbindet sich mit den Themen Sachmittelbezug, Residenzpflicht. Das sind für uns weitere Kernthemen. Was wir weiter auf den Weg bringen werden, sind Optimierungen beim Thema Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam, damit sich Leute eben nicht mehr den Abschiebungen entziehen können. Wir werden auch die Ausweisungshürden bei Sozialbetrug, Drogendelikten und bei missbräuchlichem Handel mit Flüchtlingsdokumenten absenken. Beim Thema BAMF arbeiten wir im Moment konkrete Probleme auf. Aber bei aller Kritik am BAMF sage ich auch mal, hier ist die Lage unterdessen dramatisch besser geworden. Wir hatten früher monatelange Verfahren. Wir haben jetzt Verfahren, die sind nach 3 Monaten beendet. Wer als Flüchtling jetzt in unser Land kommt, hat nach weniger als 3 Monaten seinen Bescheid. Und als letzten Punkt möchte ich Ihnen nennen das Thema Integration. Hier werden wir die Mittel weiter erheblich aufstocken, nach dem Prinzip fördern und fordern. Wir haben 2016 dafür 510 Millionen aufgewandt. In diesem Jahr werden es 610 Millionen sein. Und eingestellt für den nächsten Haushalt haben wir 765 Millionen. Das sind Steigerungsraten von 20% und 25% über die Jahre gerechnet. Das ist konkretes Handeln, und das hat bisher dazu geführt, dass jeder fünfte Flüchtling, der seit 2015 zu uns gekommen ist, jetzt in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist. Wenn wir das Thema sehen, was tun wir im Bereich Migrations- und Integrationspolitik, dann könnte ich Ihnen hier noch eine halbe Stunde lang konkrete Ergebnisse liefern. Können Sie nicht, kommen Sie bitte zum Schluss. Herzlichen Dank. Matthias Mittelberg war das, CDU-CSU-Fraktion, der hier gesagt hat, wir arbeiten an den Themen, auch Beispiele angeführt hat. Gleichwohl hat diese Aussage für Gelächter gesorgt. Nach ihm jetzt Gottfried Curio, Sprecher für Innenpolitik der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, geehrte Abgeordnete, bei der Grenzöffnung wurde sehenden Auges voll auf Risiko gefahren, der Verlust der Sicherheit einfach einkalkuliert. Der Fall Susanna zeigt beispielhaft den Maximalschaden der Durchwinkelkultur.
Ein Hohn, wenn Frau Merkel uns erzählt, der Mord sei eine Aufforderung an uns alle, die Integration sehr ernst zu nehmen. Der Mörder war als abgelehnter Asylbewerber ohnehin kein Fall für Integration, sondern abzuschieben. Aber selbst ein Mord ist nur Anlass für Sie, Ihre abwegigen Dogmen zu propagieren. Sie lässt unberechtigte Personen unerkannter Identität rein, Vergewaltiger, Mörder, Terroristen inklusive. Und wir sollen uns verantwortlich fühlen. Nicht wir haben zu handeln. Die Verursacherin muss endlich Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Ein Staat, der seine Bürger nicht schützt, aber sie zwingt, Betrüger zu alimentieren. Wer illegal die Grenze übertritt, ist Betrüger. Wer ohne Papiere kommt, will das deutsche Volk betrügen. Dieser Betrug ist Raub, ist Gewalt, ist Kriminalität. Und wer Leute ohne Papiere reinlässt, leistet Beihilfe, ist Mittäter. Jeder darf sich doch jetzt fragen, Merkels, ist mir egal, ob ich schuld an den Migranten bin, jetzt sind sie halt da, meint das auch? Ist mir egal, ob ich schuld am Schicksal der Mädchen bin, jetzt sind sie halt tot. Wann ist endlich Schluss mit diesem Wahnsinn, mit dieser allzu oft tödlichen Willkommenskultur? Da wird ein Millionenheer archaisch geprägter junger Männer ins Land gelassen, denen Frauen als Schlampen und Übergriffsobjekte gelten, wenn sie sich nicht der islamischen Unterdrückungskultur anbequemen. Gelernte Frauenverachtung aber ist programmierter Frauenmord. Deshalb beim BAMF braucht's nicht mehr Bearbeiter, sondern weniger Scheinasylanten. Seit 2015 ging es doch nur noch um den Anschein von Bearbeitung. Herr Weise hatte Potjomkinsche Dörfer zu errichten, die Bürger zu täuschen durch angeblich bewältigte Fallzahlen, hinter denen aber gar keine seriöse Bearbeitung stand. Erscheinen des Antragstellers braucht's nicht. Das gewünschte Ankreuzen geht schneller. Identitätsnachweis braucht's nicht, noch schneller. Papiere braucht's nicht, vereidigte Dolmetscher braucht's nicht, ausgebildete Entscheider braucht's auch nicht. Alles ganz nach Merkels Motto, aus Illegalen Legale machen. Ein Amt nicht für Geldwäsche, nein, für Rechtswäsche. Hauptsache, der Wahlkampf 17 würde ungestört laufen. Dem wurden Sorgfalt und Sicherheit geopfert. Heute müssen wir sagen, auch Menschenleben. Merkel gibt zu, das Kanzleramt, sie selbst ist verantwortlich. Ein allzu billiges Wort, wenn man dann den Stuhl nicht räumt. Wenn die Koalition uns jährlich 200.000 Migranten aufzwingen will, braucht es 200 Ankerzentren. Der Minister hat Schwierigkeiten, 6 Pilotzentren zu schaffen. Da geht nichts schneller. Örtliche Konzentration schafft nicht mehr Verwaltungsrichter. Da wird nicht besser abgeschoben. Ohne erzwungene Residenzpflicht tauchen die einfach ab. Es ist nicht der Job der Bundespolizei. Die müssten die Grenze kontrollieren, die Leute erst gar nicht reinlassen. Und September 15 gab es natürlich keine humanitäre Ausnahmesituation. Die Leute waren in Ungarn in Sicherheit und lange vorher. Denen ging es um kalte Vorteilsnahme im Staat mit dem besten Sozialsystem. Die ganze sogenannte Willkommenskultur ist inhuman. Mit demselben Geld hilft man 100-mal effektiver vor Ort, und zwar den wirklich Armen. Und wo Herr Seehofer nur bereits Registrierte zurückreisen will, also nicht mal das rechtlich Gebotene fordert, da stellt Merkel sich schon quer und erzwingt die ewige Fortsetzung ihrer sogenannten Ausnahmeentscheidung, also Dauerüberflutung durch Illegale. Herrn Seehofers Vorschlag ist aber völlig ungenügend. Die Betrüger werden sich einfach nicht mehr vor Erreichen Deutschlands registrieren lassen. Aber Frau Merkel will uns sogar erzählen, ihre gänzlich offene Grenze sei vorrangiges europäisches Recht. Was für ein Unsinn! Dublin III ist europäisches Recht. Gerade da ist der Erstzutrittsstaat zuständig und nicht Deutschland. Danach müssten sogar alle zurückgewiesen werden. Sie kommen über sichere Drittstaaten aus einem anderen Erstzutrittsland. Dublin anzuwenden ist kein nationaler Alleingang. Nationaler Alleingang war Merkels Handstreich im September 15. Zeit, meine Damen und Herren, Zeit für den Masterplan zur Zurückweisung einer illegal agierenden Kanzlerin. 2/3 der Bürger wollen die Grenzschließung sofort, appellieren an Sie. Als Ihre Repräsentanten werden Sie Ihrer Verantwortung für das Land gerecht. Entfernen Sie diese Frau aus dem Amt, wählen Sie sie ab, sprengen Sie die Fesseln der Parteidisziplin und den Würgegriff dieser Politik unendlichen Schadens, schützen Sie das Leben der Bürger, rächten Sie den Rechtsstaat, befreien Sie das Land von dieser Politik. Die Rede von Gottfried Burjo für die AfD war das. Nach ihm jetzt von der Bundesratsbank der Berliner Senator für Inneres und Sport, Andreas Geisel.
der SPD angehört. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, für mich ist klar, wer des Schutzes und der Hilfe bedarf, Menschen, die zu uns kommen, die des Schutzes und der Hilfe bedürfen, die werden diesen Schutz und diese Hilfe bei uns auch finden. Klar ist aber auch, diejenigen, bei denen rechtskräftig festgestellt wurde, dass sie dieses Schutzes und dieser Hilfe nicht bedürfen, müssen unser Land wieder verlassen. Dazu bekennen sich die Innenminister der SPD-geführten Länder ganz ausdrücklich. Wir müssen den Rechtsstaat handlungsfähig machen und stehen in der Verantwortung, das auch zu zeigen. So sind die SPD-Innenminister in der vergangenen Woche zur Innenministerkonferenz nach Quedlinburg gefahren, und wir wollten vom Bundesinnenminister dort hören, wie er mit einheitlichen Standards Rückführung aus Deutschland verbessern möchte, wie er sich die konkrete Ausgestaltung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Ankerzentren vorstellt. Nun, wir sind mit einer gewissen Irritation aus Quedlinburg zurückgekommen, weil wir nur wenig Konkretes hören konnten. So ähnlich geht es mir übrigens auch bei der heutigen Bundestagsdebatte. Wir debattieren hier über einen Plan mit 63 Punkten, von denen uns 62 Punkte offiziell noch unbekannt sind. Die Antwort der Ankerzentren, bis zu 1.500 Asylbewerber an einem Standort zu beherbergen, beantwortet die Probleme, die wir sehen, zumindest nicht. Ich will Ihnen die Lage im Land Berlin schildern. Derzeit haben wir etwa 12.000 Menschen in der Stadt, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Davon haben 6.000 Menschen eine längerfristige Duldung, beispielsweise eine Ausbildungsduldung oder aus humanitären Gründen, wegen Krankheit und Ähnlichem. Weitere 4.000 Duldungen stehen aber an wegen anhängigen Verfahren beim Verwaltungsgericht oder beim Oberverwaltungsgericht. Das sind abgelehnte Asylbewerber, die gegen die Bescheide geklagt haben. Was sind also die wirklichen Probleme bei der Rückführung, die wir sehen? Erstens ist es die Beschaffung von Passersatzpapieren. Zweitens ist es die mangelnde Bereitschaft der Heimatländer, ihre Staatsbürger wieder aufzunehmen. Dafür brauchen wir Rückführungsabkommen. Drittens ist es die mangelnde Qualität der BAMF-Bescheide. Diese mangelnde Qualität der BAMF-Bescheide ist dafür verantwortlich, dass wir die Vielzahl der Klagen haben, und auch verantwortlich für die Dauer dieser Klageverfahren. Und viertens, der vierte Grund, sind die derzeit noch unzureichenden Rückführungskapazitäten. Die Antworten des Bundesinnenministers gehen zumindest diese Probleme nicht wirklich an. Man kann auch sagen, der Bundesinnenminister bietet uns Lösungen an für Probleme, die wir eigentlich gar nicht haben. Und auf der anderen Seite gibt es für unsere ungelösten Fragen, für die Probleme, die wir wirklich haben, noch keine überzeugenden Antworten. Meine Damen und Herren, wir müssen die Asylverfahren grundsätzlich beschleunigen, das ist richtig. Ob dies aber dadurch erreicht wird, dass man bis zu 1.500 Menschen an einem Ort unterbringt, darf man bezweifeln. Die Erfahrungen, die wir in Berlin mit tausenden Flüchtlingen auf engstem Raum im Flughafengebäude Tempelhof gemacht haben, sind hier nicht vorbildhaft. Alle mit Asylfragen befassten Behörden zusammenbringen, klingt gut. Aber den Beweis, dass das tatsächlich zu mehr Effizienz führt, diesen Beweis müssen wir erst antreten. In einem Stadtstaat wie Berlin sind die Wege zwischen den beteiligten Stellen ohnehin kurz. Die zuständigen Behörden arbeiten hier eng zusammen. Deshalb erschließt es sich mir nicht, dass die vorgesehene Einbindung der Verwaltungsgerichte in Berlin zu einer wesentlichen Verfahrensbeschleunigung beitragen kann. Der Aktenaustausch zwischen BAMF und Verwaltungsgerichten erfolgt hier schon in elektronischer Form. Und deshalb sage ich Ihnen, eine Verbesserung der Qualität der BAMF-Bescheide würde die Dauer der gerichtlichen Verfahren sicherlich wesentlich mehr beschleunigen als ein Umzug der Asylkammern in ein neu zu schaffendes Ankerzentrum. Also, der Bundesinnenminister muss jetzt endlich seine Vorstellung zur konkreten Ausgestaltung der Ankerzentren erläutern. Er will das in bilateralen Gesprächen mit den Ländern machen. So hat er es auf der Innenministerkonferenz angekündigt und sagt ganz ausdrücklich, wir stehen dem offen gegenüber. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wir vor allem diejenigen abschieben müssen, die unsere Sicherheit bedrohen. Und das sind nicht im Moment die Schutzsuchenden aus allen Krisenregionen dieser Welt, sondern sind vor allem islamistische Gefährder.
Der Fall Amri hat gezeigt, wie mobil und länderübergreifend islamistische Gefährder agieren. Ich sehe hier dringenden Handlungsbedarf. Das geltende Aufenthaltsgesetz muss viel konsequenter angewendet werden. Paragraph 58a des Aufenthaltsgesetzes ermöglicht die Herbeiführung bzw. Durchsetzung einer Ausreisepflicht von Gefährdern auf vereinfachten und beschleunigten Weg. Nach der aktuellen Regelung erfolgt eine solche Anordnung grundsätzlich durch die oberste Landesbehörde. Aber auch das Bundesministerium des Innern kann eine Abschiebeverordnung erlassen, wenn ein besonderes Interesse des Bundes besteht. Und bislang sind Anordnungen nach § 58a Aufenthaltsgesetz durch mehrere Bundesländer erlassen worden, nicht jedoch durch den Bund. Die Fälle der Länder Niedersachsen und Bremen im vergangenen Jahr haben gezeigt, wie viele langwierige Gerichtsverfahren die entsprechenden Anordnungen nach sich ziehen und wie abhängig hier die Landesbehörden von der Zuarbeit des Bundes sind. Ich bin der Meinung, wenn die maßgeblichen Erkenntnisse beim Bund liegen, die Fälle vom Generalbundesanwalt bearbeitet werden, also Personen bundeslandübergreifend agieren, sollte zukünftig der Bund verstärkt tätig werden. Alle bisherigen Verfahren haben gezeigt, dass die Arbeit des Bundes für die Durchsetzung der Abschiebung entscheidend ist. Das Land Berlin plant deshalb eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel, den § 58 Aufenthaltsgesetz zu ändern, um die Zuständigkeiten des Bundes bei der Abschiebung von Gefährdern zu konkretisieren und auszubauen. Mit diesen gesetzlichen Änderungen können die Länder und der Bund noch effektiver zusammenarbeiten und Personen, die unsere Sicherheit gefährden, konsequenter abschieben. Meine Damen und Herren, abschließend will ich sagen, bei aller Wichtigkeit der heutigen Diskussion, entscheidend für den Erfolg in der Asyl- und Flüchtlingspolitik sind nicht Abschiebung oder Zurückweisung an den Grenzen. Entscheidend, auch unter Sicherheitsaspekten, ist gelingende Integration im Inneren unseres Landes. Entscheidend ist europäische Zusammenarbeit, nicht Abschottung. Europa ist nicht das Problem, Europa ist die Lösung. Meine Damen und Herren, es kann nur eine gemeinsame europäische Lösung geben. Eine Abschottung Deutschlands löst nicht die Probleme. Es ist nur eine einfache Schlussfolgerung, die bei der Aufzählung der genannten Probleme ganz klar zeigt, es löst nicht die Probleme und es widerspricht außerdem dem europäischen Gedanken. Wir müssen gemeinsam schauen, wie wir die europäischen Außengrenzen sichern und Ländern wie Griechenland und Italien dabei unsere Unterstützung zusichern. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Innensenator Andreas Geisel war das, der hier als Berliner Senator von der Bundesratsbank gesprochen hat und gesagt hat, der Masterplan, der biete eine Lösung für Probleme, die wir gar nicht haben. Es gab übrigens viel Applaus aus der SPD-Fraktion, als sich Geisel gegen die Ankerzentren ausgesprochen hat. Also ein potenzieller Konflikt in der Großen Koalition. Jetzt Ulla Jelpke, Sprecherin für Innenpolitik der Linksfraktion. Weil dieser Plan weder öffentlich bekannt ist, noch glaube ich, dass alle Fraktionen über diesen Plan informiert wurden. Wir erleben eine aufgeheizte Debatte ohne richtige Grundlage. Und ich bin davon überzeugt, dass genau das geplant war. Der Innenminister will ein aufgeheiztes Klima schaffen, um sich im bayerischen Wahlkampf als Scharfmacher in Sachen Flüchtlingspolitik in Szene zu setzen. Und das auf Kosten der Schutzberechtigten. Und das ist wirklich unerträglich, Herr Minister. Dass er für diese verantwortungslose Politik Unterstützung von der AfD und der FDP erhält, ist wirklich bezeichnend für die ganze rechte Seite hier im Haus. Und sie sind sich in Wahrheit in der Sache völlig einig. Sie wollen eine weitere massive Aushöhlung des Flüchtlingsrechts. Sie wollen Zurückweisung an den Grenzen. Und die kasernierte Unterbringung von Flüchtlingen in inhumanen Lagern. Sie streiten doch hier nur noch darüber, ob dies gesamteuropäisch umgesetzt wird oder ob ein nationaler Alleingang unternommen wird.
Und meine Damen und Herren, es ist völlig klar, wer pauschale Zurückweisung fordert, tritt nicht nur die Menschenwürde der Schutzwürdigen mit Füßen, sondern auch das deutsche und das internationale Recht. Nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, dass das geltende Europarecht dazu sagt, das sogenannte Dublin-Regeln schreiben eindeutig vor, wenn jemand Asyl beantragt, muss es ein ordentliches Verfahren geben, inklusive der Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, um festzustellen, welcher EU-Staat zuständig für das Verfahren ist. Und deswegen kann man die Betreffenden logischerweise nicht einfach an der Grenze abweisen. Das sagt im Übrigen auch der Leiter des UN-Flüchtlingswerkes UNHCR heute in der Welt. Ich zitiere: Jedenfalls für die Dauer dieser Prüfung muss die betreffende Person auch bleiben dürfen. Im ersten Quartal diesen Jahres sind 3.900 Personen an der Grenze zurückgewiesen worden. Nach offiziellen Angaben aber keine Asylsuchenden, eben weil das nicht zulässig wäre. Und bevor der Wahlkampf in Bayern begann, hat auch der Innenminister Seehofer ganz klar gesagt in dem Innenausschuss und in den Medien im Oktober 2017, in einer Pressekonferenz, ich zitiere: Die Zurückweisung an der Grenze ist eine hochkomplizierte Angelegenheit, die eine Reform des Dublin-Verfahrens voraussetzen würde. Zitat Ende. Und daran, Herr Seehofer, ändert auch irgendwelche bilateralen Abkommen mit Österreich nichts. Wenn Sie jetzt ernsthaft mit Zurückweisung anfangen, schaffen Sie genau jene Herrschaft des Unrechts, die Sie vor geraumer Zeit noch Frau Merkel vorgeworfen haben. Und, meine Damen und Herren, noch einige Worte zu den sogenannten Ankerzentren, die ja Teil des Masterplans sein sollen. Der Name ist schon reine Schönfärberei, weil es um inhumane Lageranstalten geht, in denen Flüchtlinge wie Kriminelle untergebracht werden. Das ist menschenverachtend. Ich kenne die Vorbilder dieser Lager, die sogenannten Transitzentren, schon das Wort ist schrecklich, in Manching und in Bamberg aus eigener Anschauung. Ich war gerade erst da. Dort werden bis zu 1.500 Flüchtlinge eingepfercht, zum Teil über 2 Jahre lang festgehalten, mit Residenzpflicht, Arbeitsverbot, unzureichender medizinischer Versorgung, ohne Perspektive. Die Menschen dort werden schlicht in die Verzweiflung getrieben. Wer das zur Regel für alle Flüchtlinge machen will, der hat nicht nur kein Herz, sondern macht sich mit Schuld an einer schamlosen Aushöhlung des Asylrechts und an einer massiven Vergiftung des inneren Klimas in unserer Gesellschaft. Von dem Streit innerhalb des Unionslagers darf man sich nicht täuschen lassen. Inhaltlich haben wir eine erschreckende Koalition aus CDU, CSU, FDP und AfD, die gemeinsam das Asylrecht begraben wollen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und das, ich komme zum letzten Satz, und das vor dem Hintergrund, dass es nur 2.200 Menschen nach Deutschland kamen letztes Jahr. Aber zum Schluss möchte ich sagen, nee, hören Sie haben den letzten auf, Satz hinter sich. Wir brauchen kein Europa. Frau Kollegin, bitte. Ich bitte jetzt darum, dass die Kollegin Frau Kollegin Bundestagsvizepräsident Kubicki hat nun zum zweiten Mal hier das Mikro abgestellt. Recht radikale Lösung. Die Kritik von Ulla Jelpke war mehr als deutlich. Nach ihr jetzt Fidesz Polat, Bündnis 90 Die Grünen, Sprecherin für Migrations- und Integrationsfragen Dank, ihrer Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was ist mit dir los, humanistisches Europa, du Verfechterin der Menschenrechte, der Demokratie und der Freiheit? Was ist mit dir los, Europa, du Heimat von Dichtern, Philosophen, Künstlern, Musikern, Literaten? Was ist mit dir los, Europa, du Mutter von Völkern und Nationen, Mutter großer Männer und Frauen, die die Würde ihrer Brüder und Schwestern zu verteidigen und dafür ihr Leben hinzugeben wussten? 4 Wochen nach diesen Worten von Papst Franziskus steht dieses Europa und auch Deutschland vor einer Weichenstellung, meine Damen und Herren. Es geht um den Zusammenhalt in Europa, das wurde hier deutlich, um Solidarität,
aber auch um die Aufrechterhaltung universeller Menschenrechte und um das Grundgerüst unserer Union. Es geht darum, ob die europäischen Staaten in der Lage sind, gemeinsam Probleme zu lösen, meine Damen und Herren. Die CSU hat in dieser Woche gezeigt, mit ihrem selbsternannten Heimatminister, dass sie lieber den Weg der Achse der Willigen gehen will mit den Rechtspopulisten in Europa, meine Damen und Herren. Da machen wir nicht mit. Sie verspielen damit nicht nur Ihre Glaubwürdigkeit, sondern Sie beweisen auch Ihre Unfähigkeit, für Deutschland Verantwortung zu übernehmen. Als Land, für das Humanität, Menschenrechte und das höchste Gut, der europäische Gedanke, steht. Sie wollen keine Probleme lösen, Herr Seehofer. Das wurde diese Woche deutlich. Sie wollen Wahlkampf in Berlin für Bayern machen. Und mit dieser Angst, die absolute Mehrheit am 14. Oktober in Bayern zu verlieren, stürzen Sie nicht nur Deutschland, sondern auch Europa damit in eine Krise. Und das ist unverantwortlich. Aber allen geht es immer nur um die Sache. Wenn dem doch so tatsächlich so ist, dann erinnere ich an, und wir haben es heute Morgen gehört beim parlamentarischen Frühstück, erinnere ich an diesen Tagen an die Aquarius, eine verzweifelte Rettungsmission, die vor den Küsten Europas versucht, 629 Menschen, darunter 123 unbegleitet Minderjährige, 11 Kinder und 7 schwangere Frauen an einen sicheren Hafen zu bringen. Sehen Sie, worum es geht? Es geht um Menschen. Und der bayerische Ministerpräsident stellt sich hin und spricht von Asyltourismus. Wir finden das widerlich und beschämend. Sie haben eine Verantwortung. Und wir sehen an keiner Stelle, dass Sie dieser gerecht werden. Markus Söder hat gestern gesagt, was richtig ist, muss man vertreten. Dann mal los. Denn richtig ist die Achtung der Menschenwürde, richtig ist der europäische Gedanke, die Solidarität. Und richtig ist unser Grundgesetz. Sie marschieren gerade in die gegenentsetzte Richtung, alle miteinander. Das Grundrecht auf Asyl und die Genfer Flüchtlingskonvention ist Folge zweier schrecklicher Weltkriege, infolge zweier schrecklicher Weltkriege entstanden. Und Sie sind dabei, dieses in unserer Verfassung verankerte Grundrecht infrage zu stellen. Haben Sie nichts gelernt, dann machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Und auch Ihr angeblicher Masterplan, das wurde ja deutlich, Herr Mittelberg scheint ihn ja zu kennen, bringt tiefe Einschnitte in die Grundrechte mit, die Maßnahmen, die wir schon kennen. Und Herr Mittelberg, ich sage, warum machen Sie keinen Masterplan Integration? Herr Minister, Sie haben es doch selber im Innenausschuss gesagt, Sie sind auch der Minister für Integration. Wo bleibt der Masterplan für Integration, den wir so dringend brauchen? Und noch ein Wort, Frau Högel, auch zur SPD. Das muss ich tun, weil ich 5 Jahre wirklich gut mit Ihnen zusammengearbeitet habe in Niedersachsen in den letzten 5 Jahren. Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie hier auch mitregieren. Von der Union ein Ende des Theaterdonners zu fordern, Drama oder Tragödie, das wissen wir bis heute nicht, das klingt nicht nur passiv, sondern auch recht hilflos. Sie sitzen nicht im Publikum, Sie sitzen am Kabinettstisch. Also, wo waren Sie gestern? Wo waren Sie, als die Kanzlerin den Abschiebestopp nach Afghanistan so kurz weggewischt hat? Und manchmal frage ich mich, wo waren Sie bei den Koalitionsverhandlungen? Sie haben Verantwortung übernommen, liebe SPD, dann füllen Sie diese auch gefälligst aus. Was die CSU hier vorgelegt hat, ist ein Bruch des Koalitionsvertrages. Wenn Sie Ihrer Verantwortung gerecht werden wollen, dann belassen Sie es nicht nur bei Worthülsen, wie heute Morgen auch im Morgenmagazin. Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Aber wirklich. Ich möchte vielleicht doch noch mit den Worten von Frau Dr. Anita Lasker-Wallisch, die Holocaust-Überlebende, enden, weil Sie hier vor 5 Monaten zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus hier in diesem Hohen Hause gesprochen hat. Die Welt ist voller Flüchtlinge, Herr Präsident, ich zitiere, für uns haben sich die Grenzen damals hermetisch geschlossen und nicht wie hier geöffnet. Da brauchen Sie gar nicht zu lachen. Frau Kollegin, bitte. Dank dieser unglaublich generösen, mutigen, menschlichen Geste, die hier gemacht wurde. Hass ist ganz einfach Gift. Und letzten Endes vergiftet man sich selbst. Es bleibt die Hoffnung, dass der Verstand siegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Rede von Phyllis Pullert war das. Bündnis 90 Die Grünen, die hier namentlich dem Innenminister vorgeworfen hat, dass er für die Wahl in Bayern, Deutschland und Europa in eine Krise stürze. Der schreibt die Geschäftsordnung vor und die gilt für alle gleichermaßen, auch für die Grünen oder für die Sozialdemokraten. Ja, Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident Kubicki, der besteht hier auf die Einhaltung der Redezeit. 5 Minuten für jeden. Der Nächste, der jetzt 5 Minuten am Mikrofon hat, ist Detlef Seif, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Der letzte Redebeitrag hat so einen Eindruck erweckt, als ob wir von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion uns nicht die Flüchtlinge und deren Lage zu Herzen nehmen. Ich betone aber an dieser Stelle ausdrücklich, für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion steht außer Frage, dass Deutschland sich zu den Menschen bekennt, die verfolgt werden. Punkt 1. Punkt 2. Andererseits muss es aber doch auch unser Anspruch sein, die Migration in unser Land zu ordnen, zu steuern und auch zu begrenzen. Vor allen Dingen sicherzustellen, dass die Asylverfahren auch ordnungsgemäß und rechtmäßig ablaufen. Obwohl wir in den letzten 3 Jahren, das sollte man hier nicht kleinreden, gesetzlich sehr viel auf den Weg gebracht haben, auch um die Verfahren zu ordnen und zu beschleunigen, die Integration zu verbessern, ist unser Land an die Grenzen gestoßen. Das muss man erkennen. Die Massenzuwanderung der Jahre 2015 und 2016 hat in vielen Bereichen unserer Gesellschaft zu Verwerfungen geführt. Und auch und gerade diese Politik im Bereich der Asylpolitik hat dazu geführt, dass der Rechtspopulismus und der Rechtsradikalismus in unserem Land einen derartigen Aufschub bekommen hat. Und deshalb hängt die positive Entwicklung unseres Landes ganz wesentlich von einer gelungenen Asylpolitik ab, die die Menschen auch mitnimmt. Und deshalb ist ein umfassender und auch vernetzter Ansatz sehr richtig. Und ich bin auch dankbar dem Bundesinnenminister, dass er einen Masterplan vorgelegt hat. Wundere mich nur, dass ein Landesinnenminister den Inhalt kritisiert, obwohl er ihn gar nicht kennt. Also das hat mich vorhin wirklich verwundert. Wir müssen europäisch, international, aber auch national vorgehen. Und ein Kernbereich ist in jedem Fall die geordnete Migration nach Deutschland. Und hier haben wir um Aufmerksamkeit bitten, auch wenn manche Fragen im Raum stehen. Und hier müssen wir auch sehen, das föderale Gefüge hat uns nicht immer genutzt. Und auch da setzt der Masterplan an. Der vorliegende Masterplan hat 63 Punkte. Und lediglich ein Punkt war in den letzten Tagen in der Diskussion. Zurückschiebung im grenznahen Raum gemäß § 18 Asylgesetz. Meine Damen und Herren, Anfang 2016 habe ich mit 43 Unionskollegen gefordert, dass Maßnahmen an der Grenze umgesetzt werden, grenzpolizeiliche. Und deshalb können Sie sicherlich nachvollziehen, ich habe große Sympathie auch für diesen einen Punkt. Aber man darf es nicht überspannen. Wir können nicht jeden an der Grenze zurückweisen. Man hört in den letzten Tagen ja die merkwürdigsten Ausführungen. Natürlich sind Rechtsvorschriften da, unbegleitete Minderjährige, Familienbindung, systemische Mängel in einem anderen Land. Da dürfen wir nicht zurückweisen. Aber wir können es doch niemandem erklären, wer bereits ein anerkannter Asylbewerber ist, wer woanders einen Asylantrag gestellt hat, wer nach Dublin bereits zurückgeführt ist, steht wieder vor der Türe und wird reingelassen. Das geht nicht und das muss auch verändert werden. Und letztlich müssen wir vermeiden, und da brauchen wir keine Belehrung von der AfD, die sowieso in eine ganz falsche Richtung geht, dass die Asylbewerber sich das Land nicht aussuchen können, sondern dass wir als Politik, als Gesellschaft entscheiden, wer zu uns kommt. Denn anderenfalls entstehen auch neue Anziehungseffekte, Pull-Effekte mit neuen Problemen. Das Problem ist zu lösen, aber nicht binnen weniger Tage. Und ein akuter Handlungsdruck ist auch gar nicht da. Wir hatten 2015 800.000 Menschen. Die Zahl ist letztes Jahr auf 186.000 runtergegangen.
dieses Jahr voraussichtlich 165.000. In Klammern natürlich immer noch zu hoch. Aber es ist kein Grund, jetzt in Panik zu verfallen und alle politischen Regeln über Bord zu werfen. Wir müssen für die Zukunft gewappnet sein. Eine Situation wie 2015 darf sich nicht wiederholen. Und die Bundeskanzlerin hat in ihrem Vorhaben, mit den betroffenen EU-Staaten bilaterale Vereinbarungen zur Rückübernahme zu treffen, unsere volle Unterstützung verdient. Und am Ende ist klar, sollten die europäischen Partner sich gänzlich verweigern, müssen wir neu denken und national nachsteuern. Vielen Dank. Als nächstes die Rede von Detlef Seif. Sollten sich die europäischen Partner verweigern, dann müsse man neu denken, hat er hier gesagt, hat er hier angekündigt, könnte man auch sagen. Weiter geht es mit Lars Herrmann für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Masterplan der Bundesregierung und insbesondere hier die Geheimwaffe Ankerzentren werden keine wesentlichen Änderungen in der katastrophalen Asylpolitik bringen. Zunächst ist festzustellen, dass die Einrichtung von Ankerzentren in Deutschland, in der Mitte Europas und damit im Zentrum der Schengener Vertragsstaaten, der vollkommen falsche Ansatz ist. Wenn illegale Migranten bei uns ankommen, ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Nach unserem Grundgesetz sowie auch nach europäischem Recht war genau das nämlich ausgeschlossen. Es gibt nach der derzeitigen Rechtslage nur zwei Möglichkeiten, zumindest halbwegs legal in Deutschland einen Asylantrag zu stellen. Nämlich, wenn man per Flugzeug kommt oder aus der Nord- bzw. Ostsee aus dem Wasser steigt. Diese strengen Regeln sind keine Erfindung meiner Fraktion, sondern wurde doch von Ihnen hier genau so beschlossen. Obwohl Schengen und Dublin von Anfang an nicht funktioniert haben, wurde erst im Jahr 2015 das endgültige Scheitern dieser Regelung für jedermann offensichtlich. Das haben übrigens auch fast alle Sachverständigen bei der öffentlichen Anhörung des Innenausschusses am 16.04.2018 so gesehen. Professor Dr. Thüm sagte beispielsweise dazu, ich zitiere, wir wissen alle, dass die Dublin-Regeln in der Praxis nicht funktionieren. Der Sachverständige Gerald Knaus äußerte sich noch wesentlich deutlicher. Ich zitiere, das Merkwürdige am Dublin-System war, es hat nie funktioniert in den letzten 20 Jahren. Aber bis vor wenigen Jahren hat das niemanden wirklich gestört. Es war eine enorme Verschwendung von Ressourcen. Zitat Ende. Nun wird laut Masterplan fest damit gerechnet, dass die Migranten durch die Bundespolizei an der Grenze festgestellt und kontrolliert werden. Da muss ich fragen, welche Grenze, welche Kontrolle? Ich hoffe, es sind damit nicht die derzeitigen Schaufensterkontrollen meiner Kollegen gemeint, die im Augenblick an den Autobahnen zu Österreich als Wahlkampfhelfer für die bayerische Landtagswahl missbraucht werden. Was dort nämlich stattfindet, ist maximal ein schlechtes Theaterstück, aber keine Grenzkontrolle. Nun sollen dank der künftigen Ankerzentren die abgelehnten Asylbewerber schnell in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Hört sich toll an, wird jedoch im echten Leben nicht funktionieren. Ein abgelehnter Asylantrag bedeutet eben nicht, dass diese Person automatisch das Land tatsächlich verlassen. Trauriges Beispiel hierfür, der des Mordes an der 14-jährigen Susanne aus Mainz dringende tatverdächtige irakische Flüchtling Ali B., dessen Asylantrag bereits im Dezember 2016 abgelehnt wurde. Im Dezember 2016. Und noch ein Beispiel. Im vergangenen Jahr wurden gerade einmal 17.000 Personen abgeschoben. Das ist die um die Dublin-Fälle bereinigte Zahl. 17.000. Aktuell aber haben wir über 200.000 vollziehbar ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber in Deutschland. Es gibt jedoch bundesweit nur 400 Abschiebehaftplätze. Ich erinnere an dieser Stelle auch an die lächerlichen Rückübernahmeabkommen, die beispielsweise mit Tunesien und Marokko abgeschlossen wurden. Und die Krönung des Ganzen, die absolute Krönung, wenn die Inhaber einer Duldung nur lange genug durchhalten, wird ihr Widerstand gegen die Abschiebung auch noch mit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis belohnt. Diese Errungenschaft haben wir übrigens der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder zu verdanken.
Der Innenminister hofft nun darauf, dass die sogenannten Dublin-Fälle schnell in das EU-Land überstellt werden können, welches nach dem Dublin-Abkommen für den Asylbewerber eigentlich zuständig ist. Lassen Sie uns auch hier einen Blick in die Realität werfen. Im Jahr 2017 gab es 64.276 solcher Übernahmeersuchen von deutscher Seite an die Dublin-Vertragsstaaten. Tatsächlich wurden jedoch nur 7.102 Personen daraufhin überstellt, also gerade einmal 11%. Im Gegenzug hat Deutschland 8.754 Personen im Dublin-Verfahren aus anderen EU-Ländern wieder zurückbekommen. Diese verheerende Dublin-Bilanz mag auch der Grund dafür sein, warum nun so vehement darauf gedrängt wird, den Personenkreis der Dublin-Fälle direkt an der Grenze zurückzuweisen. So zumindest erstmal die Theorie und auch hier ein kurzer Ausblick auf die Realität. Voraussetzung für eine Zurückweisung soll laut Masterplan nämlich sein, dass die Person bereits ein Asylverfahren in einem anderen EU-Land betreibt. Regelmäßig nur nachweisbar, indem die Person dort auch vorher erkennungsdienstlich behandelt wurde und die Fingerabdrücke im Eurodax-System von Italien, Griechenland, Spanien etc. ordnungsgemäß eingepflegt werden. Was glauben Sie denn, wie sorgfältig hier die südlichen Mitgliedsländer künftig arbeiten werden? Und was glauben Sie, wie lange es dauert, bis das sich bei den Schleusern herumgesprochen hat? Sehr geehrter Herr Innenminister, Ankerzentren machen in Deutschland schlichtweg keinen Sinn. Sie machen auch an der Binnengrenze keinen Sinn, wenn überhaupt gehören solche Zentren an die EU-Außengrenze, idealerweise jedoch in einen Drittstaat. Ansonsten wird aus dem Masterplan ein Desasterplan. Vielen Dank. Die Rede von Lars Herrmann für die AfD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Lars Castellucci, SPD-Sprecher für Migration und Integration seiner Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Mittwoch war Integrationsgipfel im Kanzleramt. Und das war eine ziemlich bunte Veranstaltung mit Vertreterinnen und Vertretern von Migrantenorganisationen, Kirchen, Religionsgemeinschaften und so weiter. Mein Eindruck ist, die Integration von denen in Deutschland ist ein Pappenstiel im Vergleich zur Integration der CSU in unsere Bundesregierung. Man kann gut finden oder man kann schlecht finden, was eine Regierung tut, aber handlungsfähig muss sie sein. Und ich fordere Sie wirklich auf, der Zirkus geht nun schon mehrere Jahre, nur unterbrochen durch die Bundestagswahl. Der gestrige Tag, das war wirklich ein Symbol, 4 Stunden Sitzungsunterbrechung. Sie blockieren, dass wir hier vorankommen. Das ist eine Zumutung für den Koalitionspartner und für unser Land. Das geht so nicht weiter. Wir haben eben eine Sondersitzung des Innenausschusses unterbrochen, um zu dieser Debatte zu kommen. Da geht es um die Aufklärung der Vorfälle im Bremer Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Herr Innenminister, ich habe den Eindruck, Sie haben viele Baustellen. Da müssen Sie nicht dauernd neue aufmachen. Politik erschöpft sich nicht im Ankündigen immer neuer Pläne. Es soll bitte auch etwas umgesetzt werden. Das steht jetzt auf der Tagesordnung. Und zwar nicht irgendwas, sondern das, was wir vereinbart haben. Entschuldigung, wir haben einen Koalitionsvertrag. Wofür machen wir denn sowas? Und da steht eine Menge drin, insbesondere zum Kapitel Migration, Flucht, Integration. Das ist eines der längsten Kapitel. Darüber wurde lange verhandelt. Und deswegen, Herr Innenminister, verhandeln Sie Rückübernahmeabkommen. Nehmen Sie den Herrn Müller mit, der da hinten sitzt. Der soll doch mal mithelfen, dass wer kooperiert, auch von uns eine Hilfe bekommt. Das würde doch uns voranbringen. Machen Sie, was der Herr Geisel hier vorgetragen hat. Engagieren Sie sich für die Abschiebung von Gefährdern. Und jammern Sie nicht immer nur, dass das nicht funktioniert. Legen Sie ein Einwanderungsgesetz vor, weil doch eindeutig ist, wenn wir die illegale Migration bekämpfen wollen, dann müssen wir legale Migration ermöglichen und so weiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten eigentlich eine erfolgreiche Woche. Wir haben so wichtige Reformvorhaben aufs Gleis gesetzt. Wir haben die Musterfeststellungsklage. Endlich Menschen, die sich alleingelassen fühlen gegen große Konzerne. Sie können jetzt Unterstützung haben, weil Verbände für sie klagen können. Wir haben die Brückenteilzeit, dass man nicht in die Sackgasse gerät im Beruf, wenn man sich um seine Eltern bei der Pflege kümmern will oder um die Kinder. Oder wir haben gleiche Beiträge für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber bei der Krankenversicherung durchgesetzt. Das sind wirklich große Schritte. Und wer redet darüber? Niemand, weil Sie immer solche Streite inszenieren über die Fragen, über die wir jetzt wieder diskutieren. So verrutscht die Diskussion und die Quittung werden Sie bei der bayerischen Landtagswahl erhalten. So, und zum Schluss Europa. Ich mache mir wirklich Sorgen. Wir alle zusammen in Europa machen heute etwa 8% der Weltbevölkerung aus.
und binnen einer Generation wird sich das absehbar halbieren. Und meine Damen und Herren, wenn wir unsere Art zu leben, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, wenn wir diesen Werten eine Stimme geben wollen, dann nur, wenn wir in Europa lernen, wieder mit einer Stimme zu sprechen. Und deswegen fordern Sie das nicht länger heraus. Wir brauchen ein gemeinsames Europa. Wir rufen heute nach Solidarität in Europa, aber waren längst lange nicht solidarisch. 2005 ist eine richtige, aber eine einsame Entscheidung getroffen worden. Und heute, CSU, sollen wir wieder isoliert handeln? Das Gegenteil ist nötig. Wir müssen in Europa Vertrauen aufbauen und nicht Vertrauen erneut zertrampeln. Leider glaubt uns bei dem, was ich da jetzt sage, wenn ich das draußen aus Veranstaltungen sage, kaum mehr ein Mensch, weil Sie ja sehen, ein Gipfel nach dem anderen scheitert oder ist ohne Fortschritt. Und es liegt an Leuten, die Sie von der CSU gerne zu Klausurtagungen einladen oder mit denen sich der Innenminister trifft, anstatt zum Integrationsgipfel zu gehen. Ich sage Ihnen klar, passen Sie auf, dass Sie nicht zum Sargnagel Europas werden. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen bereit für vernünftige Lösungen. Wir brauchen eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Wir müssen auch konsequent sein bei der Rückführung von denen, die kein Bleiberecht haben. Wir müssen mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Wir handeln verantwortlich. Sie veranstalten Chaostage, weil Sie Muffensausen haben wegen Ihrer Landtagswahl. Und das ist nicht verantwortlich. Deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CSU, heute muss man den Satz mal sagen, Deutschland zuerst. Lars Castellucci war das für die SPD-Fraktion. Ein Frontalangriff, das kann man kaum noch anders sagen, gegen den Koalitionspartner, gegen die CSU. Sie blockieren, das geht so nicht weiter. Chaostage, das waren Worte immerhin von jemandem, der mit der CSU in der Koalition ist. Nächste Rednerin ist jetzt Linda Teuteberg für die FDP, Sprecherin für Migrationspolitik ihrer Fraktion. Eine bemerkenswerte Woche hinter uns. Dazu hat mein Kollege Marco Buschmann alles Notwendige gesagt. Doch die Lage ist zu ernst, die Probleme sind zu groß, als dass wir uns weiter mit dem Schwesterkampf von CDU und CSU aufhalten könnten. Deutschland und Europa können nicht warten, bis die Union sich wieder zusammengefunden hat. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Wir haben als Freie Demokraten darum heute einen Vorschlag in der Sache gemacht. Ein Vorschlag, der zeigt, dass mit Vernunft beides zusammengeht. Eine begrenzte Zurückweisung an unseren Grenzen, immer dann, wenn ein Schutzsuchender bereits in einem anderen EU-Staat registriert ist, dort Anspruch auf ein Asylverfahren hat. Und gleichzeitig setzen wir auf mehr Zusammenarbeit, auf intensive Verhandlungen in Europa. Weil wir wissen, die Herausforderungen bei der Migration werden wir nicht allein lösen können. Eine nationale Lösung kann nur eine Übergangslösung sein. Aber das ist natürlich nur eine der vielen Fragen, die wir endlich beantworten müssen. Und wo die Koalition, die Konflikte der Union und auch die Lähmung der Koalition Lösungen immer noch verhindern. Wir müssen endlich mehr tun, um die Probleme in den Herkunftsländern zu lösen. Die Fluchtursachen zu bekämpfen, da geht es nicht nur darum, dass wir mehr Geld ausgeben, sondern dass wir es auch richtig ausgeben. Die Bundesregierung hat die Ansätze für die Bekämpfung von Fluchtursachen zwar erhöht, aber bisher kein schlüssiges Konzept vorgelegt, wie man diese Mittel effizient einsetzt. Und dann müssen wir in Europa auch endlich zu Lösungen kommen. Seit 3 Jahren ist wenig passiert, Fortschritte sind kaum messbar. Da muss es endlich vorangehen. Mit einer deutlichen Stärkung von Frontex, einer engeren Kooperation mit unseren europäischen Nachbarstaaten, mit vorgeschobenen Asylzentren, in denen Flüchtlinge direkt Asyl beantragen können, mit einer entschlossenen Unterstützung für jene Mitgliedstaaten, in denen besonders viele Schutzsuchende eintreffen. Und nicht zuletzt müssen wir auch in Deutschland unsere Hausaufgaben machen. Die Beschleunigung der Asylverfahren, und zwar ohne Vernachlässigung der Gründlichkeit, der Rechtsstaatlichkeit, ist überfällig. Und eine konsequente Rückführung, wo immer möglich freiwillig und wo nötig auch eine konsequente Abschiebung. Übrigens ist die Zügigkeit der Verfahren gerade auch im Interesse der Menschen mit Bleibeperspektive, die wir dann umso besser integrieren können und denen wir eine Perspektive geben können. Und zu guter Letzt müssen wir die Einwanderung nach Deutschland insgesamt neu ordnen mit einem Einwanderungsgesetz, das diesen Namen verdient. Und Herr Kollege Castellucci, da wird möglicherweise doch umgekehrt auch ein Schuh draus,
Wer Akzeptanz für legale Migration erhöhen will, der muss auch entschlossen illegale Migration bekämpfen. Und vieles wäre da längst möglich. Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, zum Beispiel zu den Maghreb-Staaten als sicheren Herkunftsstaaten. Beschluss auch durch die Koalition bisher Fehlanzeige. Wir sind auch offen, über Ankerzentren zu diskutieren. Wir wollen aber auch mal wissen, was Sie darunter verstehen. Ich finde es sehr bemerkenswert, wie viele hier von einem Masterplan sprechen, der uns ja gerade noch nicht vorgelegt wurde. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen an Lösungen arbeiten. Und für wirkliche europäische Lösungen reicht es eben nicht, diese immer nur pathetisch zu beschwören. Und wenn Dublin III unvollkommen ist, kommen wir zu einer besseren Lösung, nicht durch bloße Nichtanwendung von Dublin III. Wir wollen Europa als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts stärken. Und wenn es eine unvollkommene Regelung gibt, dann müssen wir das Interesse an einer funktionierenden Nachfolgeregelung deutlich machen und vor allem auch unsere Partner davon zu überzeugen. Nicht zu sagen, ja, was machen wir dann, wenn die sich nicht einlassen auf Lösungen, dann sehen wir danach mal weiter. Abwarten ist keine Lösung, keine Strategie. Wir bringen übrigens unsere Partner zum Beispiel nicht dazu, an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten, wenn wir eine Praxis, etwa die Zurückweisung nach Dublin III, die unser Nachbar Frankreich anwendet, als rechtswidrig diffamieren. Und dass die Bundesrepublik mehr Asylverfahren bearbeitet als alle anderen EU-Mitgliedstaaten zusammen, das kann jeder, der verantwortungsethisch denkt, nicht belassen, diesen Zustand. Es geht auch um gesamtstaatliche Verantwortung. Schade, dass Herr Geisel diese anmahnt, aber mit keinem Wort erwähnt, dass die Länder Berlin und Brandenburg keinerlei Abschiebehaftplätze etwa zur Verfügung stellen. Ein großes Problem für die Bundespolizei. Wir wollen an Lösungen arbeiten. Wir fordern Sie auf, rufen Sie einen Migrationsgipfel ein, auch mit Ländern und Kommunen. Und wem es um die Stabilität wirklich dieses Landes und Europa geht, der darf sich nicht um politische Debatte und Entscheidungen drücken. Vielen Dank. Linda Teuteberg war das für die FDP-Fraktion, die hier durchaus ihre Zusammenarbeit, die Kooperation ihrer Fraktion angeboten hat. Maria jetzt, Michael Kuffert, CDU, CSU. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht nur schäbig, sondern jedes Mal wieder traurig, zusehen zu müssen, wie die AfD die Opfer schrecklichster Taten für ihren Klamauk hier missbraucht. Es ist traurig. Es ist traurig. Und es ist angesichts dieser Vorgeschichte verdienstvoll, dass sich die FDP und nachher auch die SPD nach Kräften bemüht haben, uns wieder aufzuheitern. Das war jetzt bei der FDP noch im Mittelmaß, weil das ein schwieriges Schauspiel. Ich weiß, dass Sie da gar nicht so weit, zumindest an vielen Stellen von unseren Vorstellungen wegliegen. Sie müssen natürlich heute was anderes vorspielen. Aber die SPD hat da schon ein bisschen mehr nachgelegt. Ich habe dann auf den Kollegen Castellucci gehofft. Der ist normal immer für einen Lacher gut. Er hat jetzt natürlich auch wieder nur die alten Schallplatten hier aufgetragen. Wobei ein guter Witz war dabei, den will ich Ihnen sagen. Den will ich noch mal zitieren. Das war der ging ungefähr so, der Witz. Die SPD steht für konsequente Abschiebungen. Wie viel Abschiebehaftplätze haben Sie in Berlin noch mal gleich? Der Kollege Geisel, der ist vorsichtshalber schon mal gegangen, der sucht den Abschiebehaftplatz wahrscheinlich. Der sucht den gerade. Es ist weniger als eins, kann ich Ihnen verraten, nämlich null. Und in dem Bereich zwischen null und einstellig werden sich auch Ihre Ergebnisse bei den Landtagswahlen, die Sie immer so beschwören, bewegen, wenn Sie so weitermachen. Das kann ich Ihnen an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Journalist Jupp Müller hat einen wahren Satz gesagt. Er hat gesagt, Wahrheiten, die niemanden verärgern, sind meist nur halbe. Und zur ganzen Wahrheit gehört, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass in der Asylpolitik der letzten Jahre Fehler begangen worden sind. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, und das ist noch schlimmer, dem Befund müssen wir uns stellen, dass sich in der Frage der Asylpolitik die Menschen in unserem Land und die Politik auseinandergelebt haben. Und mit dem Masterplan Asyl legen wir die Grundlage dafür, dass wir den politischen Kurs mit den Sorgen der Menschen im Land wieder zusammenbringen,
dass wir Tempo und Mühe verstärken, wo der Kurs stimmt, dass wir den Kurs justieren, wo sich Dinge weiterentwickelt haben, und dass wir den Kurs ändern und neu setzen, wo Dinge in die falsche Richtung gelaufen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehört das Versprechen, dass wir die Hilfsmöglichkeiten und die Hilfsbereitschaft der Menschen in unserem Land, dass die Hilfsmöglichkeiten, die uns die Menschen ermöglicht haben mit ihrer Hilfsbereitschaft, dass wir sie ausschließlich zur Nothilfe nach dem Master Not und nicht zur ungeprüften Verteilung von Wohltaten einsetzen. Dazu gehört auch, dass wir exakt zwischen Flucht, Asyl und Zuwanderung unterscheiden. Das ist eine Ihrer großen Verständnisprobleme, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Sie helfen niemandem, wenn Sie alles in einen Topf werfen, wenn Sie Ihre Kapazitäten überschätzen, an der falschen Stelle einsetzen, sind Sie der schlechteste Helfer. Es gibt immer noch einen gesellschaftlichen Konsens in unserem Land, dass wir helfen wollen, wo Not am Mann ist, aber wir dürfen die Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung nicht uminterpretieren, indem wir daraus einen Willen zu einer ungebremsten Zuwanderung ableiten. Einen solchen Konsens gibt es in der Gesellschaft nicht. Dafür haben wir kein Mandat. Zu den Versprechungen gehört auch, dass wir nur denjenigen die Tür öffnen, die bei uns wirklich Anspruch auf ein Asylverfahren haben, und dass wir jene an der Grenze zurückweisen, für die wir nach europäischem Asylrecht nicht zuständig sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gilt gerade für die Frage der Zurückweisung der Fälle, die in einem anderen Mitgliedsland bereits vorstellig geworden sind. Wir reden über 50.000 bis 60.000 Fälle pro Jahr. Vieles ist kompliziert und schwierig. Diese Frage ist einfach. Sie ist rechtlich klar gelöst. Sie ist politisch noch klarer gelöst, weil sie in Europa um uns herum an vielen Stellen praktiziert wird, mittlerweile Realität ist. Und deshalb muss die Zurückweisung an der Grenze zum Maßnahmenpaket gehören, wenn wir nicht Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen wollen. Das sage ich Ihnen an der Stelle ganz deutlich. Weil uns die Leute nicht mehr glauben würden, dass wir den Willen und die Kraft aufbringen, die schwierigen Probleme zu lösen, wenn wir schon nicht einmal den Willen aufbringen, das Naheliegendste zu tun. Davon, liebe Kolleginnen und Kollegen, sage ich Ihnen am Schluss, sind wir als CSU überzeugt. Wir sind überzeugt, dass die Kursänderung und die vorgeschlagenen Maßnahmen richtig und dass sie nötig sind für das Land und die Menschen, die uns ihre Verantwortung anvertraut haben. Ihr letzter Satz, und in diesem Sinne bitte ich um Verständnis dafür, dass wir das nicht davon abhängig machen können, ob sich der eine oder andere in der Koalition gut fühlt oder wie die Umfragen am einen oder anderen Tag sind. Da müssen wir etwas langfristiger denken. Und das würden Sie vielleicht verstehen, wenn Sie auch einmal bereit wären, Verantwortung. Und wieder hat er das Mikro ausgestellt. Das ist doch recht radikal hier, was Wolfgang Kubicki macht. Wer zu lange redet, dem nimmt er das Wort. Michael Kuffer war das in dieser Aktuellen Stunde, die einberufen worden ist von der FDP-Fraktion. Es geht um den Masterplan Flüchtlings- und Integrations-, Flüchtlings- und Migrationspolitik. Integrationspolitik ist, soweit man weiß, kein Teil dieses Masterplans, der ja aber noch gar nicht publiziert ist. In gewisser Weise haben die Abgeordneten hier über ein Papier gesprochen, das sie zumindest im Detail gar nicht kennen, das aber gleichwohl bereits in dieser Woche für viel, viel Streit gesorgt hat. Ja, meine Damen und Herren, unsere Übertragung aus dem Deutschen Bundestag für heute, für diese Woche ist beendet. Es war eine spannende politische Woche, eine spannende Sitzungswoche. Wir machen jetzt weiter mit einem Dokumentarfilm: Gewinne ohne Gier, Wirtschaften mit Gewissen.